Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Zahl jetzt schon häufiger gehört. Im Jahr 2018 ist der Wehretat, des Bundesministeriums der Verteidigung bei 38,5 Milliarden Euro. Das ist ein Aufwuchs von 1,5 Milliarden Euro gegenüber 2017. Und noch deutlicher zeigt sich die Einzelplanentwicklung im Vergleich zum letzten Finanzplan unter Wolfgang Schäuble. Dort waren für 2018 noch 36,86 Millionen Euro veranschlagt. Das sind knapp 1,7 Milliarden Euro weniger, als nun durch Olaf Scholz zur Verfügung stehen. Und ich möchte betonen, dass wir in Anbetracht des Zustandes von Teilen des Materials der Bundeswehr dieses Geld zum Erhalt einer angemessenen Ausrüstung und zum Erhalt der Fähigkeiten auch als dringend notwendig ansehen. Und gleichwohl möchte ich sagen, dass wir natürlich unsere Aufgabe als Haushälter darin sehen, zu gucken, ist der Etat auf der einen Seite angemessen, aber ist er auf der anderen Seite auch nicht überbordend ausgestattet und ist mit dem Geld, was wir einsetzen, am Ende auch das Ziel erreichbar, was wir erreichen wollen. So haben wir noch in diesen Haushaltsverhandlungen 43 Millionen Euro zusätzlich beschlossen für die verbesserte Ausbildung und Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, unter anderem mit Nachtsichtbrillen. Der Kollege Brandl hat darauf aufmerksam gemacht. Ich möchte betonen, es ging uns in der Koalition in diesen Verhandlungen zum Haushalt 18, der ja wirklich nur noch ein halbes Jahr ausmacht, es ging uns darum, konkrete Projekte zu fördern, deren Ergebnisse die Soldatinnen und Soldaten auch zeitnah wahrnehmen und nicht erst in vielen Jahren. Was wir Sozialdemokraten hingegen nicht wollen, und das hat der Kollege Hitsch davon auch noch einmal betont, ist, die Höhe des Etat einzig und allein an irgendwelchen Quoten festzumachen. Es geht uns immer um das Konkrete. Es geht uns immer um die einzelnen Maßnahmen und ihre Bedeutung für das Ganze. Wir finden, man muss die Ausstattung der Bundeswehr vom Ziel her denken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insofern, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, sind die stets wiederkehrenden öffentlichen verbalen Störfeuer in Form immer neuer Finanzmittelforderungen in immer neuer Höhe für unbestimmte, da uns gegenüber nicht genannte Zwecke aus unserer Sicht wenig zielführend. Der Kollege Thomas Hitschler hat es gesagt, den Soldatinnen und Soldaten würde es bedeuten, mehr helfen, wenn der Trendwende-Ankündigung endlich auch die Trendwende-Umsetzung mit ganz konkreten Projekten folgen würde. Denn die letzten Jahre zeigen eben auch, dass immer mehr Geld nicht automatisch zu immer besseren Ergebnissen führt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Debatte eingehen, die wir in der ersten Lesung hier geführt haben. Und wir haben in dieser ersten Lesung über die Frage debattiert, wie ist es eigentlich mit den Mittelabflüssen in diesem Einzelplan? Und das ist natürlich besonders spannend, weil dieser Einzelplan gegenseitig deckungsfähig ist, weil er sehr flexibel ist. Und ja, die Haushaltsansätze wurden 2014, 15 und 16 ausgeschöpft. Lediglich 2017 wurden ungefähr 54 Millionen Euro nicht abgerufen. Wirklich Sorgen bereitet uns aber der Blick auf das wichtige Kapitel der militärischen Beschaffung. Für diesen Bereich wurden in der letzten Legislaturperiode satte 2,6 Milliarden Euro nicht verausgabt. Zuletzt im Jahr 2017 immerhin 895 Millionen Euro bei einem Kapitelansatz von 4,75 Milliarden Euro sind das immerhin knapp 19%. Und ich sage, da müssen wir, da muss Ihr Haus, Frau Ministerin, besser werden. Solange, und das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, solange der Nichtabfluss von Mitteln der militärischen Beschaffung das Nadelöhr ist, helfen auch keine zusätzlichen Milliarden, die im Zweifel dann ebenfalls wieder nicht abfließen, sodass wir weiterhin über die Probleme in dem Bereich diskutieren müssen, zum Beispiel über die über 1.000 offenen Dienstposten allein im Beschaffungsamt der Bundeswehr. Sie stehen exemplarisch für die unveränderten Defizite in Strukturen und Prozessen. Denen müssen wir uns primär und denen müssen wir uns zeitnah widmen. Und ich sage, das Bundesministerium der Verteidigung muss jetzt zeigen, dass es nachhaltig auch für Besserung sorgen kann. Wir erwarten von Ihnen, Frau Ministerin, dass mehr Zeit und Kreativität in die Erarbeitung von Lösungen dieser hausgemachten Probleme investiert werden. Und wir erwarten, und das sage ich auch noch mal ganz deutlich, dass Sie uns endlich sagen, für welche Projekte und welche Formen genau Sie mehr Geld fordern. Und wir fordern das auch, damit endlich die Mutmaßungen, die wir zum Teil auch in der ersten Lesung hier im Parlament von verschiedenen Seiten gehört haben, damit auch diese Mutmaßungen endlich ein Ende haben. Ich habe schon gesagt, unser Schwerpunkt in den Verhandlungen lag darin, konkrete Dinge auf den Weg zu bringen, die auch zeitnah bei den Soldatinnen und Soldaten spürbar sind. Wir haben beispielsweise 2 Millionen Euro mehr bereitgestellt für die Beschaffung und Erneuerung der Verpflegungsvorräte, ein Aufwuchs von 7
auf nun 9 Millionen Euro. Wir haben 13 Millionen Euro für die Schaffung von IT-Ausstattung der Bundeswehr zugewiesen, um die technische IT-Sicherheit der Bundeswehr zu überwachen und Maßnahmen zur Wiederherstellung zu ergreifen. Die steigende Zahl der Studierenden an den Universitäten der Bundeswehr begegnen wir mit zusätzlichen 11 Millionen Euro für die Erneuerung und den Mehrbedarf bei den Laborausstattungen. Von diesem Geld werden zum Beispiel ein optisches Spektrometer, eine Thermokamera und Hochspannungsprüfungstransformatoren gekauft, sowie ein Brennstoffzellenmessstand, und das Windenergielabor wird erweitert. Frau Ministerin, wir verabschieden morgen den Bundeshaushalt. Ab dann sind Sie am Zug. Sie müssen zeigen, dass Sie nicht nur neue Missstände identifizieren und benennen können, sondern dass Sie diese Missstände auch beenden und die Ursachen, die dahinter stehen, beheben. Geld allein ist und bleibt kein Heilsbringer. Das gilt auch und ganz besonders für den Bereich der militärischen Beschaffung. Wichtig ist für uns vor allem anderen die Ausrüstung und Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten sowie ihre Sicherheit im Einsatz und Dienst. Das gilt für den Haushalt 2018 und das gilt für die kommenden Haushalte ganz genauso. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermanns das Wort.